So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta. Ja, Sparta. Also, hier unten sieht man ganz cool. Hier steht noch die ganze Armee vom Feind. Also die ist jetzt von hier nach da getuckert. Und ja, steht halt da. Und ich habe so eine halbe Stunde gewartet. Er hat währenddessen noch eine kleine, so einen kleinen Angriff hier gestartet. Hat meine ganze Kavallerie mit einer Pikeneinheit platt gemacht. Aber ich konnte ihn vernichten, bevor er den Turm einnimmt. Und dann habe ich halt einfach ja, eine halbe Stunde gewartet. Also nicht ganz eine halbe Stunde, weil ich ja dreifach vorgespult habe oder zweifach. Aber so 10 Minuten musste ich schon warten. Aber ja, ist ja kein Problem. Hauptsache, wir haben gewonnen. Genau. Genau, die Kavallerie habe ich. Das ist schon lustig. Ich habe mit denen nur zwei getötet. Nee, Schmarrn. Oh Mann. Okay, Entschuldigung. Das war. Da haben nur zwei überlebt. So. Das, ja, da habe ich ganz, die sehe ich ja ganz falsch hier. Krieg erklären? Also, was wollen die denn jetzt von mir? Und Libyen? Ja, mei. Die muss ich ja später eh irgendwann platt machen. Das passt mir dann ganz gut. Also, klar, bis ich da unten bin. Oh. Was machen die denn da? Also bis ich da unten bin, wir hätten schon ein bisschen Spaß haben können. Also Spaß haben können, also Handel treiben können und so weiter. Bliblablub. So, das sind zwei Full-Stack-Armeen, gell? Also einmal mit mindestens drei Pikinieren und einmal mit mindestens vier Pikinieren und Katapult. Wie ist denn die aufgestellt? Zumindest ist die Garnison komplett. So. Ist natürlich perfekt. Das ist natürlich perfekt. Minus drei Verluste durch Verschleiß unter Belagerung. Ja, perfekt. Also, wenn er das angreift, dann ist er dumm. Also, an sich, wenn ich eine KI angreifen würde, die so aufgestellt wäre, das könnte ich schaffen. Aber er nicht. Weil ich bin keine KI. Ich bin keine dumme KI, Mann. Jetzt ist die Frage, soll ich mit der Armee. Ja. Ich muss das hier verteidigen. Liederschaft, glaube ich. Warte, vielleicht sehe ich von. Die haben. Die haben eine Elva, die ein bisschen angeschlagen ist. Der hungert. Na. Puh. Die Frage ist, schaffe ich das mit der? Ich belagere mal weiter und hier gehe ich mal nach unten und dann zur Seite. Ja, die Kavallerie leidet halt darunter, wenn ich aggressiv reingehe. Na.
soweit passt es jetzt schon. Wo sind meine Spione? Die ist hier drüben. Die ist da. Die soll mal nach Hause kommen. Weil hier kommen... So, weil hier kommen nämlich bald schwere Zeiten. Haus erweitert sich, Sabotage, Fraktionen, Truppen und Siede. Okay. Hier bin ich auch gespannt, ob er das hier jetzt angreifen wird. Ich hoffe ja schon, weil so eine große Belagerung ist immer ganz lustig. Es sei denn, die halbe feindliche Armee fängt an zu backen. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nur eine einmalige... Nee, also ich zahle doch nichts, dass ich ihnen helfen soll. Okay, es ist nichts passiert. Ja, machen wir mal Landwirtschaft, weil Handel betreibe ich nicht so viel. Rang erhöht, Held, Feind verwundet. Sehr schön. Mission fehlgeschlagen. Ja, das ist mir doch wurscht. So, was ist hier drüben passiert? Der fängt jetzt an zu plündern, diese Sau. Ich erwarte eure Befehle. Ich überlege gerade, ob ich das schaffen könnte, die zu töten. Es wäre zwar möglich. Okay, ich brauche noch ein bisschen und dann kann ich weitere Spione und so weiter, Agenten bauen. Es ist zwar möglich, aber schwer. Ich erwarte weitere Befehle. Für Tod und Ehre! Niemand wird entkommen! Die Siedlung wird belagert! Ich hau mal nochmal ein paar Leitern her, damit die da dann auch komplett selbstständig belagern kann. Ja, weiß ich halt nicht, wo die feindliche Armee jetzt ist. Also hier ist eine. Mhm. Okay, wenn er noch zwei Runden wartet, dann ist die auch befestigt und dann wird es für ihn auch wieder schwerer. Wird es auch wieder schwerer, die Stadt einzunehmen. So, Erfahrung ist immer gut. Und weiter geht's. Athene gibt uns Weisheit und Ares Stärke. Wie ich soll zahlen, dass... Hä? Also mit denen, also... der bekommt Frieden, wenn er mein Klientelkönigtum wird, anders nicht. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nur eine einmalige Aufgabe. Wieso wollen die alle Geld von mir? Die tun so, als wäre ein Schutzbündnis für die, für mich so gut. Die Streiter der Nike. Oh. Wieso heißen die so doof? Verdammt. Ich erwarte eure Befehle. Ich könnte den auch umbringen, wenn ich jetzt die angreife. Das Problem ist ja, wenn die Armee jetzt versagt, dann habe ich hier drüben ein Problem. Dann wird es wieder ein bisschen dauern, bis ich hier Fuß fasse. So. Soll ich das spielen? Ja, komm, das spiele ich, oder? Das sind 2000, 3700.
gegen 2600. Ja, das ist doch lustig. Das ist doch lustig. So. Das ist so eine kleine Stadt, ne? Uiuiui, das ist nicht lustig. Also dadurch, dass ich jetzt angreife, werde ich höchstwahrscheinlich mehr verlieren. Okay, also erstmal die alle weg. Ah, verdammt. Warte, und so kann ich die nicht auswählen. So, meine Verstärkung kommt von da drüben. So. Alter, hier sind halt zwei Tore gleich nebeneinander. Wer baut denn sowas? Wieso baut denn sowas jemand? Ich glaube, ich werde das aufteilen. Also der Hauptangriff wird hier passieren. Und der Nebenangriff wird hier passieren. So. Die Frage ist, ob wir die jetzt schon schießen können, nicht, oder? Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ich warte mal, bis meine Verstärkung eben eingetroffen ist. Beziehungsweise, dass meine Verstärkung an die Leitern dran sind. Aber hier kommt auch eine kleine Verstärkung von ihm. Da hat er gemerkt, ne? Das ist ziemlich doof. So. Ja, dann warte ich mal kurz, ne? Pikiniere. Ist halt ziemlich cool, dass er Pikiniere auf die Mauer tut. Warte, hier sind die Pikiniere. Weil mit Schwertern sind die nicht so gut. So. Vorspulen. Warte. Hier werde ich auf jeden Fall die hin tun. Diejenigen, die noch ganz heile sind. Okay. So, dann fange ich mal den Angriff an, ne? Also schwer wird's, also es wird ziemlich kompliziert, weil ich mit zwei Armeen gleichzeitig angreifen werde. Und das wird bisschen complicated. Deswegen mache ich mal hier die erste und das die zweite. Jetzt mach mal hinne. So. Die zwei gehen schon mal hier hin. Die da gehen da hin. So. Gut.
Pause. Ich werde angerufen. Ah. Jo. Ah, so. Gut, sorry für die kleine Unterbrechung. War ein Anruf, dann ein Besuch, dann ein neuer Auftrag und jetzt geht's weiter. So. Was haben wir denn? Ah, hier drüben geht's schon los, ne? So ein bisschen klein. Was mache ich denn hier? Das dauert ja noch ewig hier. So, jetzt geht's los. Dann können wir auch die Bogenschützen schon vortun. Die Bogenschützen, die Steinschleuderer. Damit die ein bisschen Rambazamba machen. Alter, der bekommt ja voll aufs Maul. Oder war der von Anfang an schon so ein bisschen angeknackst? Bim, 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 bim. Upsi. Die Leitern sind so lahm. Ich meine, klar, das sind fette Holzleitern. Upsi. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Alter, die bekommen halt richtig aufs Maul. Entschuldigung. Language! Kann er nicht hoch. Ah, der könnte hier hin. Und dann nehmen wir die beiden Türme ein. Das könnte ganz gut sein. Ah, die sind schon da. Das ist super. Ja, unten sind die Pekiniere. Das ist nicht gut. Das wäre ganz gut, wenn die hochkommen würden, weil dann können die. Dann haben sie keine Piken. So. Ich glaube, die Kavallerie kann ich hinterschicken. Und die da auch. Ich glaube, das Tor nehmen wir eher ein. Hier die Pikiniere würde ich nicht einnehmen. Ich erwarte eure Befehle. Ich bleib hier auf der Mauer. Ah, Fug. Hier sind ja auch total viele. Das ist nicht so. Das ist nicht so gut. Hier sind auf jeden Fall nochmal drei. Genau so. Oh, da geht's schon ab hier. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Scheiße, das sind auch Pikiniere. Weil die Pikiniere sind hier oben, das ist gut. Das ist gut. Okay, die ganzen Pikiniere gehen jetzt hinter. Was weiß ich warum. So, die da sollten jetzt mal aufhören zu ballern. Bitte weiter. Speerinfanterie bereit. Danke. So, hier geht's auch gleich ab. Ja. Ist gut, dass die dann alle hochkommen. Das ist sehr gut. Vater!
Speerkämpfer bereit. Verstanden. Befehle zu Befehl. Das ist auch super. Der kommt jetzt mal hier hin. Weil die schießen ja jetzt nicht mehr. Der klettert jetzt auch hoch. Steinschleuder, Kommandant, wie ihr befehlt. Sparta, zu Befehl. So, mal schauen, was hier hinten ist. Kommandant, ich erwarte eure Befehle. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Der muss auf jeden Fall hier in diesen Kreis rein, damit das aufhört zu schießen. Was wo? Hier! Krass. Okay, aber der hat hier komplett alles alles hier nach hinten geschickt. So, der muss auf jeden Fall den Turm einnehmen. Der Turm wird jetzt nicht mehr. Der Turm schießt jetzt nicht mehr, das ist ganz gut. Gut. So, hier ist es ein bisschen problematisch noch, aber. Die kommen nicht wirklich in die Phalanx rein, das ist gut. Die da hat er alle weggeschmissen. So. Gut, hier, das gehört auch gleich mir, ja. Läuft gut. Die Lagerung läuft gut. Obliten bereit! Wehrinfanterie bereit! Bürgerkavallerie! Obliten! Durchbrecht die Linie! So. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Zu euren Diensten! Gehört jetzt auch gleich mir. Der kann jetzt auch runterkommen. Der nimmt das ein, das ist schon gut. Unser General wird angegriffen. Uiuiui. Scheiße, der ist tot. Ich erwarte eure Befehle. Bakana! Befehle? Scheiße. Komm, halt noch ein bisschen durch. Die, der Feind hat die Tore eingenommen. Die Verstärkung kommt. Was? Ah, verdammt. Die Verstärkung kommt. Männer wanken. Ja, durch den Turm jetzt auch, ne? Aber er ist noch da. Er ist noch da. Es sind noch 11. Halte durch. Halte durch. Wir kommen. Wir haben die Tore eingenommen. Ja, der ist jetzt komplett weg. Schade. Kommandant! Ja, Kommandant! Wacht!
Die warten. Die können mal raufgehen. Die bleiben da. So. Come on. Jetzt einfach alt ruf. Und er wankt. Ah, schade. Einen habe ich verloren. Einen goldenen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So ein Kack. Die sterben halt jetzt alle. Vor allem, was richtig krass nervt, ist, dass mir gehört ja das Tor. Und der. Das fließt halt jetzt die ganze Zeit runter, weil da die Leute rausfliehen. Das ist so ultra dämlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verloren. Es ist so dumm. Ja, wahrscheinlich sind jetzt die Pferde gestorben. Deswegen. Der eine hat ja hatte ja nur noch 3 Einheiten. Ach, wie ultra dumm. Wie ultra dumm. Okay. Ja, aber also der wäre mir wichtiger als das Pferd gewesen, ist ja klar. Ah ja, den hab ich komplett vernichtet. Aber wie dumm. Naja. Ich erwarte eure. Ach, so, okay, also auf jeden Fall eine Tradition, natürlich die Speere und natürlich hier. Du bekommst leider nichts. Du hast ein. Ist eine große und glorreiche Sache. Ja. So kann man es natürlich auch auftunen. Das werde ich mit dem dann auch machen, oder? Nee, werde ich nicht. Gut, so, was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier schon? Hier könnten wir eine Dreierarmee angreifen. Problem ist hier die Balliste. Ohne die Balliste würde ich es versuchen. Aber momentan ist hier die öffentliche Ordnung gut. Und alles ist fein. So. Hier werde ich mal die Kriegsgrube? Kreide. Getreide, nicht Kreide. Getreidegrube ausheben. Weil dann habe ich bessere Verstärkungsrate. Hier ist jetzt auch alles wieder hochgepusht. So. Und ich glaube, wir haben schon.
wieder die Folge vorbei, oder? Ich meine, jetzt haben wir, also jetzt nehme ich gerade 15 Minuten auf und davor habe ich sicher mindestens 5 Minuten aufgenommen. Das heißt, die Folge ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut. Bye, bye.